Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich zum Programm des Oder Spreefernsehens. Und es ist wieder eine Sommertour. Und uns hat es heute in dem Landkreis Oder Spree in Richtung Berlin getrieben. Und ich befinde mich hier auf der Brücke der Schleuse Woltersdorf. Wenn wir uns hier das mal anschauen, das ist also die Schleuse, die in den Flakensee hineingeht. Und in dieser Richtung ist der Kalksee. Also eine wirklich wunderschöne Gegend hier. Und wir haben uns natürlich auch die passenden Partner ausgesucht, um mal Woltersdorf vorzustellen. Ein wunderschöner Ort. Und ich habe mir eine ganz bestimmte Person ausgesucht. Und die werden wir uns jetzt mal greifen und mit denen so richtig über Woltersdorf plaudern. Liebe Zuschauer, wir sind hier auf dem Flakensee bei Woltersdorf und wir haben jetzt hier einen, der die Zukunft vor sich hat, und zwar Christian Stauch. Und zwar will er hier die Region in den nächsten 8 Jahren so richtig nach vorne bringen. Woltersdorf, gar nicht weit weg von Erkner und natürlich auch von Grünheide. Hier wird eine Menge passieren in den nächsten Jahren. Und Sie sind ja jetzt erst gerade gewählt worden. Ja, richtig. Also mein Amtsantritt, also gewählt worden bin ich letztes Jahr. Mein Amtsantritt war am 25.02.2022. Also bin jetzt auch bald schon ein halbes Jahr tatsächlich in der Verwaltung als Bürgermeister hier in Woltersdorf. Ja, insgesamt macht es mir sehr viel Spaß. Also ich glaube, ich habe da auch meinen Traumjob gefunden. So fühlt es sich zumindest an. Vorher im Landkreis gearbeitet, ja? Genau, genau. Für unseren Landrat Rolf Lindemann als persönlicher Referent. Und ja, habe da schon jede Menge Erfahrungen, die ich auch mitbringen kann. Nun, also Sie sind ja Woltersdorfer, ne? Also kein Zugezogener, der jetzt hier groß Politik machen will, sondern mit Leib und Seele und mit Herz Woltersdorfer. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Also meine Familie kommt auch aus Woltersdorf. Selber bin ich in Berlin geboren. Meine Eltern hatten zwischenzeitlich kurz in Berlin gewohnt. Und seit 1995 bin ich auch eingeschult worden, bin ich aber in Woltersdorf. Ist man denn automatisch, wenn man in Berlin geboren, Berliner wird? Nein, nein, das würde ich so nicht sagen. Ich bin auch mit Herz und Seele Brandenburger, also. Das ist schön. Also so eine Menschen brauchen wir, die auch für die Region brennen, hier leben. Woltersdorf, wenn man jetzt im Landkreis unterwegs ist, ist ja ein sehr großer Landkreis. Also wir haben ja, weiß nicht, wie viel Hektar der Landkreis umfasst. Und das geht ja wirklich von Berliner Rand bis runter nach Eisenhüttenstadt, ne, der Landkreis, und etwas drüber weg noch bis Neuzelle. Auch ein wunderschöner Ort, Neuzelle, ne, also ist ja bekannt durch den barocken Klostergarten. Was hat Woltersdorf zu bieten? Also für die Zuschauer einfach mal sagen, der jetzt nicht so jeden Tag hier vielleicht Urlaub macht, aber wenn ich mich hier umschaue, dann sage ich, schöner geht's gar nicht. Genau, na, Sie sehen es ja schon, was wir zu bieten haben. Also da darf man, glaube ich, auch so ein bisschen Lokalpatriotismus natürlich vorführen. Ne? Wir verfügen hier über 3 Seen, beziehungsweise über die Anbindung an 3 Seen, sind ringsrum umgeben von Wald, in einigen Teilen vielleicht noch von ein bisschen Feld, haben viele Attraktionen, sind ein sehr beliebter Tourismusstandort auch. Also jedes Wochenende kann man hier an der Schleuse Also die sehen. Schleuse verbindet ja den Kalksee, oder wie heißt der? Genau, die Woltersdorfer Schleuse verbindet den Kalksee und die dahinterliegenden Gewässer mit dem Flakensee. Und vom Flakensee aus kommt man ja in den Rest der Welt. Das ist ja noch, der Flakensee kommt man in den Rest der Welt. Ist das ein Slogan, den ihr irgendwo zu stehen habt? Bisher noch nicht, aber ich kann es ja mal mitnehmen für unser Ortsentwicklungskonzept, was wir da momentan aufstellen. Ja. Wie groß ist Woltersdorf in Personen gemessen? Noch, also ich glaube, es wird
zunehmen, oder? Also Woltersdorf hat jetzt ca. 8.500 Einwohner im Hauptwohnsitz. Mit Nebenwohnsitz sind es ca. 8.900. Also hier haben wir auch noch viele, viele alte Datschen sozusagen. Sind aber auch tatsächlich die kleinste Kommune im gesamten Landkreis oder Spree und haben dadurch auch die größte Bevölkerungsdichte. Woltersdorf gehört zu keinem Landkreis, zu keiner Amtsgemeinde, sondern ist selbst. Ist eine selbstständige Kommune, ja. Selbstständige Kommune, also Stadtrecht. Sozusagen, ja. Sozusagen. Obwohl, also Hüttenstadt beispielsweise hat ja, ist zwar auch eine Stadt, aber ist eben, ja, gehört zum Landkreis als Stadt, ja. Aber ich muss wirklich sagen, auf was seid ihr denn so richtig stolz hier am Woltersdorf? Also, was ist so richtig das, wo ihr sagt, Finger weg? Also das ist auf jeden Fall unsere Natur. Wir haben zwar auch ein paar B-Pläne, wo sich natürlich auch Eingriffe in die Natur ergeben. Das ist aber auch alles mehr oder weniger schon zugunsten unserer Jugend, ne, die wir selber auch versuchen wollen zu fördern und auch hier zu behalten. Weil natürlich jede Kommune hat je nach Lage so seine ganz eigenen Probleme. Und in Woltersdorf ist es eben, dass bei uns viele Jugendliche erstmal nach Berlin ziehen oder in andere Städte, Universitätsstädte und dann später aber auch gerne wiederkommen wollen. Und da braucht man natürlich auch so ein paar kleinere Wohnungen, die dann hergehalten werden, wenn wir versuchen wollen, dass die Jugend direkt auch hier bleibt und dann von hier aus eben zur Uni nach Berlin reinpendelt. Wie lange braucht man, um nach Berlin zu kommen von hier? Also naja, da haben wir ja unsere Woltersdorfer Straßenbahn. Ich sage immer, also nach der kann man eine Atomuhr stellen. Und da braucht man also bis nach Rahnsdorf, ja, 10 Minuten, je nachdem, von wo man auch startet. Und dann von Rahnsdorf aus bis Berlin-Mitte sind es dann nochmal 25 Minuten, 20 bis 25 Minuten mit der S-Bahn. Ja, da kann man doch schon täglich pendeln, oder? Ja, das funktioniert. Das machen auch tatsächlich die meisten, glaube ich, hier im Ort. Nach den neuesten Statistiken, was ich so gelesen habe, gibt es zwar in Berlin Zuzug, aber hauptsächlich von jungen Leuten. Und mittlerweile alles, wenn die so in das Familienalter kommen, dann suchen die sich dann tatsächlich auch, sagen wir mal, das Umfeld. Also die ziehen dann raus aus Berlin, so habe ich in der Statistik gelesen. Und da werdet ihr sehr profitieren davon. Mhm. Also auch von dem Industriestandort in Grünheide. Wie viele Kilometer ist das von hier? Auch nicht so weit. Ne? Das ist nicht so weit. Also Luftlinie würde ich sagen, nicht mal 10 Kilometer. Ja, das ist und also derzeit sind, glaube ich, bei Tesla, ich glaube, 4.000 oder 4.500, soll ja bis 12.000 hochgehen. Und die suchen alle Wohnungen sicherlich. Nicht alle, aber pendeln werden auch viele aus Polen vielleicht, aber viele werden dann sagen, Mensch, lassen wir uns hier ansiedeln. Da habt ihr aber ein Problem, ne? Ja, aber das Problem, also ich sag's mal so, Tesla ist da jetzt eigentlich nur noch der Tropfen auf dem heißen Stein, weil der Druck aus Berlin, aus unserer Bundeshauptstadt. Das tangiert euch gar nicht so, Tesla, oder? Das ist wirklich Berlin, das ist, drückt, es, ne? Ist Berlin, was tatsächlich seit vielen Jahren auch schon in die, also nicht nur nach Woltersdorf, sondern auch nach Schöneiche, nach Erkner, überall drückt sozusagen, drücken junge Familien raus in den Speckgürtel von Berlin. Das ist bestätigt, und das, was ich gelesen habe. Genau, ja. Genau. Und das ist seit vielen Jahren tatsächlich eine große Herausforderung für die Umlandkommunen. Ne, weil da hängt natürlich dann auch immer noch mal eine ganze Menge mehr dran mit Grundschule, mit Kita-Versorgung, also mit Kita-Plätzen und so weiter und so fort. Momentan sind wir da auf einem ganz guten Stand, haben da auch einen guten Blick sozusagen in die Zukunft. Nichtsdestotrotz, den Druck, den merkt man. Ne, und den merkt man auch, wenn man dann selber als junger Mensch versucht, ja, im Ort zu bleiben. Ne, das ist, stellt viele vor eine große Herausforderung tatsächlich. Wenn, sag mal, Woltersdorf, sag mal, gar nicht mehr so viel Fläche hat, also sich weiterzuentwickeln. Wie sieht das mit den anderen Kommunen wie Erkner oder Umland? Wie arbeitet man da mit denen zusammen? Die haben ja wahrscheinlich irgendwie ähnliche Probleme, oder? Also Erkner hat noch größere Probleme, würde ich sogar schon fast sagen, als Woltersdorf. Es gibt aber andere Kommunen, die verfügen noch über weiß Gott mehr Flächen, die sie eben auch entsprechend herhalten können. Schöneiche wächst seit Jahren in enormen Ausmaßen, da kann Woltersdorf gar nicht auch mithalten. Ne, also unsere kleinen partiellen Flächen, die wir noch haben, wo wir auch sagen, da können wir uns vorstellen, dass das Bauland ist, die sind mittlerweile begrenzt, die sind auch jetzt mittlerweile auch absehbar und darüber hinaus wird dann auch nicht mehr so viel passieren können tatsächlich. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen schon in den 1990er Jahren damals in der Umbruchphase. Dort hat der Ort sich definiert und er hat sich als ein Bevölkerungsort definiert mit Naherholungsangeboten. Und das ist natürlich prägend für unseren Ort,
führt aber auf der anderen Seite natürlich auch dazu, dass uns vielleicht so ein bisschen, ja, das Handwerk, also noch mehr Handwerksbetriebe einfach fehlen. Jetzt mal aus der kommunalen Sicht gesprochen. Das wird aber, glaube ich, nicht besser, ne, mit den Handwerksbetrieben. Genau, also da haben wir auch große Probleme, wenn sich Woltersdorfer Handwerkerbetriebe vergrößern wollen. Wir haben wirklich, oder auch andere Betriebe, nicht nur Handwerk, ne, wir haben wirklich nur sehr, sehr wenig Flächen, die wir jetzt momentan selber noch als Kommune bereitstellen können. Und wo liegt eure Zukunft, Woltersdorf? Im Tourismus oder auch mehr in wirtschaftlicher Hinsicht? Oder ich glaube, wenn ich das hier alles so sehe, ich glaube, Wir versuchen, also der Tourismus ist eine Säule. Wir versuchen aber mehr da auch dahin zu gehen, jetzt von der Digitalisierung zu profitieren. Also bei uns hier im Umland ist es ja so, dass jetzt Unternehmen mit privat initiierten Glasfaserausbau angekommen sind und auch in Woltersdorf. Hier haben wir ja auch einen Kooperationspartner, der bei uns Glasfaser legen möchte. Und das ist natürlich etwas, was wir jetzt für die Zukunft auch für uns sehen, dass wir sozusagen über einzelne Büros, die gut angebunden sind an Glasfaser, dass man arbeitet im schönen Umfeld. Ja? Genau, dass Betriebe, die speziell im Bereich der Digitalisierung sozusagen tätig sind oder im Online-Geschäft und Ähnliches, dass die sich eben auch hier gut ansiedeln können mit dem guten Gewissen, sie kriegen genug Datenleitung einfach ab. Ne, und das die, ist die werden wir auch profitieren. Wasserschutzpolizei, die guckt jetzt hier ganz rüber. Wir sagen, was machen die denn da? Aber man kennt sich das, oder? Bisher noch nicht, nein. Wie gesagt, also erst seit kurzem tatsächlich im Amt. Wie bereitet man sich eigentlich vor? Oder ich meine, Bürgermeister zu sein, ist man im gewissen Maße auch immer Prügelknabe. Ne? Also ich kriege da auch aus anderen Gemeinden mit, also wenn man Bürgermeister ist, jeder hackt da ein bisschen offen rum. Ist das bei euch, habt ihr eine andere politische Kultur hier, als es, sagen wir mal, in anderen Gemeinden ist? Also ich sag's mal so, seit 2019 haben wir wirklich eine Gemeindevertretung, die schon sehr sachlich streitet und argumentiert. Und das ist auch so ein bisschen der Vorteil, den wir jetzt momentan tatsächlich auch haben. Na klar, gibt es auch immer mal unterschiedliche Ansichten. Aber nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, dass die Gemeindevertretung insgesamt sich schon eher auf den Ort fokussiert und versuchen möchte, das Beste für den Ort eben auch rauszuholen. Und da gibt es auch eine ganz klare Aufgabenteilung, Dinge, die die Gemeindevertretung zu entscheiden hat und Dinge, die der Bürgermeister zu tun hat. So, und dem versuche ich eben entsprechend meiner Möglichkeiten bestmöglich nachzukommen, die Unterlagen da für die Gemeindevertreter, für die Beschlussfassung dann auch entsprechend immer vorzubereiten. Genau, da kann ich sicherlich auch noch an mir wachsen. Ich glaube, Bürgermeister. Mit den jungen Jahren, also wie? Ja. 31 Jahre Bürgermeister, das ist doch. Aber das ist eben tatsächlich, also Bürgermeister, das ist kein Amt, da kann man sich nicht irgendwie mit Berufserfahrung unbedingt immer rüsten, weil es. Jeder Bürgermeister oder Amtsdirektor füllt dieses Amt eben ganz unterschiedlich aus. So, meine Richtung habe ich jetzt schon klar definiert, beispielsweise, dass ich Rundgänge mache, genau, um mit den Bürgern einfach mal ins Gespräch zu kommen, einfach um mal zu hören, was ist denn das Problem auch in den Anliegerstraßen. Mhm. Ne, manche sind da eher zurückhaltender und lassen sich das mehr. Den Herrn Schoch kennenlernen. Also. Ja, auch. Genau, aber so insgesamt würde ich schon sagen, also Bürgermeister, das kann man nicht lernen im Vorfeld, sondern da wächst man dann entsprechend rein und ich glaube, da bin ich auch auf einem ganz guten Weg. 8 Jahre stehen noch bevor. Mhm. Wo wird Woltersdorf in 8 Jahren sein? Was ist da passiert dann in den 8 Jahren? Gibt es da einen Plan, was da so alles so... Ja. Oder Wunschträume, was da noch kommen kann? Also Wunschträume hat man sicherlich viele, gerade auch als junger Bürgermeister. Gerade was dann auch Familien anbelangt, ne, dass man mehr Angebote herhalten will. Wir müssen jetzt aber tatsächlich in den nächsten Jahren mehr in die Instandhaltung erstmal setzen. Also wir haben so viele kommunale Einrichtungen und auch andere Einrichtungen wie Spielplätze und so weiter und so fort, wo wirklich in den letzten Jahren nicht so viel gemacht wurde und das sieht man heutzutage auch im Ortsbild. So, und das ist jetzt erstmal der Fokus der nächsten Jahre, dass wir hier wieder auf einen guten Stand kommen, auch mit unseren Kitas, wo wir jetzt momentan, also im nächsten Haushaltsjahr auch wieder große Investitionen haben, dieses Jahr große Investitionen haben. Und das muss jetzt eigentlich erstmal das vorrangige Ziel sein, den Bestand jetzt erstmal erhalten und dann müssen wir schauen, was können wir darüber hinaus auch noch leisten. Ja, und das Da ist eine Menge zu tun.
Da ist auf jeden Fall eine Menge zu tun. Sie sagten die mir, Aufgaben gehen auch nie aus. Ja, Sie sagten mir vorhin, hier der Segelclub, den es hier gibt, da gibt es ein ganz bestimmtes Segelboot. Mit was hat es da auf sich? Das ist eine interessante Geschichte. Ja, na, das ist der Berliner Bär. Das ist das oder es ist ein Segelboot, das damals zur DDR-Zeit, ich glaube sogar das einzige, was auch die damalige Deutsch-Demokratische Republik verlassen durfte. So, und die sind von hier aus gestartet, sind dann in die Ostsee rein und von dort aus haben sie dann ihre weitere Tour bestritten. Mit den Funktionären oder die durften oder was? Ach, wer da jetzt ganz genau drauf saß, so, das ja, weiß ich nicht genau. Aber da gibt es vielleicht auch noch einige Geschichten darüber. Wahrscheinlich, aber da kann man sich ja beim Segelverein bestimmt auch nochmal ganz genau erkundigen. Es ist wirklich eine wunderschöne Sache, also hier mit auf dem Flakensee zu sitzen und das einfach zu genießen und das mit einem jungen Bürgermeister, der voller Enthusiasmus ist und die Gemeinde wirklich nach vorne bringen will, das wünschte man sich tatsächlich auch von anderen Gemeinden im Landkreis. Und Sie haben ja lange, wie viele Jahre im Landkreis gearbeitet? 5 Jahre knapp. 5 Jahre. Wie ist da der Eindruck so entstanden über den Landkreis an sich? Also der im Moment ist es ja so, dass er sich ja sehr unterschiedlich entwickelt, ne? Also, Ja. Na, das ist aber auch ein Phänomen, was, glaube ich, alle Landkreise betrifft, die jetzt im Berlin-nahen Umfeld angedockt sind. Die wachsen. Also, genau. Man hat auf der einen Seite den Druck im Speckgürtel von außen und in den peripheren Bereichen ist es ja tatsächlich so, dass man eher mit Einwohnerschwund zu tun hat. Also da gibt es ja ganz bestimmte Kommunen. Andere Kommunen schaffen das ja tatsächlich auch. Ja, Eisenhüttenstadt zum Beispiel ist ja die einzige Kommune, die noch schrumpft. Also ich glaube, anderen haben sich stabilisiert. Genau. Ja, also hat stabilisiert sich, und ziehen tatsächlich teilweise auch wieder junge Familien an. Also wenn ich da beispielsweise an Mühlrose denke, ne, wo jetzt auch wieder eine neue Kita gebaut wird. Naja, Mühlrose ist auch wieder sicherlich so ein Sonderfall. Also da sind die Schönen und Reichen teilweise auch unterwegs. Ich glaube, teilweise auch eine schöne Ecke. Ja, ja. aber Woltersdorf gehört, also dieser touristische Bereich, gehört ja noch zu Seenland oder Spree, ne? Zu diesem Tourismus mit diesem Verband. Ne? Genau. Und der ist ja eigentlich der stärkste überhaupt in Brandenburg, ne? Oh, das weiß ich gar nicht. Ja, Ellen Rusek hat mir das mal erzählt, die Chefin von Tourismusverband Seenland oder Spree, hatte sie auch letztens im Talk gehabt. Es ist tatsächlich, die reden wirklich von Millionen von Tages- und Nachts Übernachtungsbesucher. Also das ist schon gewaltig. Und da spielt natürlich sowas auch eine Rolle hier, ne? Wenn man sowas hat. Ne? Ja, naja, die Statistik, die weist es ja auch aus, selbst während der Corona-Jahre. Da hatte man zwar, glaube ich, einen leichten Rückgang, aber trotzdem war der Tourismus insgesamt im Landkreis immer noch sehr hoch. Und für Woltersdorf kann man das auch bestätigen, ne? Die Woltersdorfer Schleuse, die zieht unheimlich viele Menschen und auch unsere Woltersdorfer Straßenbahn und insbesondere auch der Aussichtsturm. Ich habe die gesehen. Ich habe gedacht, ich bin in den 30ern. Ja, naja, die 30er nicht ganz. Ja, auch wenn wir ein Fahrzeug haben, was da reinpasst. Ja, ja. Aber unsere Gotha-Wagen, die sind zwar auch schon älter, sind jetzt aber auch nicht mehr aus den 30ern. Nicht in den 30ern, aber der hatte tatsächlich also nostalgischen Charakter. Ja. Aber hier werden wir in der Zukunft jetzt auch, also ab Ende des nächsten Jahres höchstwahrscheinlich dann nach und nach die Wagen austauschen. Ne, die Barriere Freiheit, die ja durch EU-Gesetzgebung auch uns jetzt einholt, die werden wir auch gewährleisten müssen und wir wollen es aber auch gewährleisten. Sehr schön. Ich merke gerade, die Sonne drückt ja schön heute schon wieder. Wenn ich sage Sonne, Trockenheit, ist das für euch auch ein Problem hier? Also wir haben ja im Moment sehr wenig Niederschlag. Also 2018 kennen wir das Dürrejahr mittlerweile. Ich glaube, dieses Jahr wird das fortgesetzt, das Ganze? Es ist sehr wenig. Habt ihr tatsächlich, man redet ja auch immer hier, Wasserprobleme. Ist tatsächlich ein Problem, ja? Wir sind ja auch in dem WSE, also im Wasserverband Strausberg-Erkner. Ist ja auch unser Verband. Und man kann es nur bestätigen, also in den letzten Jahren der Niederschlag und ich glaube, Woltersdorf ragt da sogar noch mal mehr heraus. Ich weiß nicht, womit das ganz genau zusammenhängt, ob da einfach Berlin, die Stadt sozusagen durch die Wärme, die sie von sich aus hat und einfach zu viel Regen schon von uns abhält. Aber man hat als Woltersdorfer schon den Eindruck, dass es in den umliegenden Gemeinden dann doch schon mal mehr regnet, als das, was bei uns dann tatsächlich ankommt. Für Tourismus ganz gut, wenn es trocken ist, ja. Ja. Aber eben, es fehlt dann trotzdem. Ne? Es fehlt. Also, weil, ich meine, man hat ja diese Diskussion mit Tesla gehabt. Ich habe dann immer den Eindruck, jetzt dürfte eigentlich gar keine neue wirtschaftliche Entwicklung mehr kommen, weil jeder braucht ja Wasser. Und
Das ist ja auch ein wirtschaftliches Problem, wenn keine Ansiedlung mehr stattfinden kann, weil man sagt, geht nicht. Ja, na, da hat der Wasserverband ja auch schon ausgegeben für private Haushalte, die jetzt hinzukommen, die dürfen dann nur noch 105 Liter pro Tag verbrauchen, ne, die neu hinzugezogenen. Das ist aber ein sehr, sehr tiefes Thema auch insgesamt. Ja. Ich glaube, die Lösung wäre, wenn man tatsächlich in Brandenburg vielleicht ganz oder im Landkreis oder wie gesagt, dass man dort so eine Art Wassernetz aufbaut, wo man sich unterschiedlichen Wasserverbände unterschiedlich unterstützend hilft. Ne? Mhm. Ich weiß beispielsweise, der TRZV hat ja gute Reserven. Ja. Wir haben ja Regionen, wo es definitiv auch noch Wasser gibt, aber wir haben die Leitung nicht. Also das meinte ich ja. Wir sind jetzt nicht so wie München oder wie viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Und muss man sich ja mal vorstellen, dieses Ballungsgebiet, einfach, was man in Nordrhein-Westfalen hat, wo viele Millionen Menschen leben, die kriegen ihr Wasser auch nicht aus dem Boden direkt unten drunter, sondern da wird das auch reingeführt in die Städte. Da ist auch noch eine ganze Menge zu tun. Ne? Also, ja. Aber das sind dann Themen, die können wir als Kommune über den Verband mehr oder weniger nur begleiten. Weil das Land gibt ja auch die Wasserrechte. Ne? Also, ja, das ist ja, genau, aber wir merken jetzt momentan, also wir wollen eine neue oder das FAWZ, Fürstenwalder Aus- und Weiterbildungszentrum, möchte gerne eine neue Schule bauen. Mhm. So, und war jetzt mehr oder weniger der Erste, der da einen Antrag gestellt hat auf Neubau über einen B-Plan. Und hier kam jetzt erstmal eine Versagung seitens, also eine Versagung kann man nicht sagen, aber keine positive Stellungnahme seitens des WSE. Ne? Und das bringt uns jetzt erstmal, stellt uns vor große Probleme, weil wir natürlich mit unserem bestehenden Schulcampus geplant haben, dass dort der schulnahe Hort hin soll. Mhm. Und jetzt geht es eben über das Wasser sozusagen an unsere soziale Daseinsvorsorge letzten Endes ran. Und also da kann man wirklich immer nur wieder appellieren, dass sich die unterschiedlichen Protagonisten da wirklich zusammensetzen und auch einfach mal die Menschen dann mit mehr wieder in den Blick nehmen und ja vielleicht so die einen oder anderen Dinge, die da so im Laufe der Jahre vielleicht gewachsen sind, dass man das vielleicht dann doch mal wieder beiseite schiebt und wirklich mal konsequent jetzt an der Lösung auch für unsere Region arbeitet. Ich sehe, die Aufgaben werden nicht weniger. Das wird sehr viel und 8 Jahre sind ja noch bevor. Ja, bedanke mich für das tolle Gespräch und für die Einblicke in dieses wunderschöne Woltersdorf, dass man auch mal den Landkreis Oder-Spree aus einer anderen Ecke sieht, und ich freue mich, hier tatsächlich auf dem Flackensee zu sein und kann einfach nur sagen, kommen Sie her, schauen Sie das Ganze an. Das Gespräch haben wir ja auf den Flackensee gemacht mit einem Floß, und dieses Floß gehört natürlich einem Unternehmen hier in Woltersdorf, und zwar Spree Safari. Und da wollen wir natürlich auch ein bisschen mehr erfahren über diese Geschichte, und da haben wir natürlich auch einen richtigen Ansprechpartner. Hallo. Hallo. Spree Safari. Wie kommt man auf einen, wieso Safari? Was macht ihr hier? Ja, was machen wir? Wir verleihen Boote, ne? Verschiedenster Art. Motorboote, Tretboote, Paddelboote, Flöße, ne, wo ihr gerade mit unterwegs wart. Machen auch noch, Safari hängt hinten damit zusammen, dass wir auch Firmen-Events machen. Ne, gerade so teambildende Maßnahmen und solche Sachen. Ne, dann fahren die Leute mit dem Floß los, frühstücken drauf, fahren ein bisschen spazieren. Die fahren schon stundenweise unterwegs, ja? Ja, so fahren so 3 Stunden mit dem Floß. Wie weit? Ich muss mal ganz kurz. Ja, muss ja auch alles sauber gemacht werden. Ja, genau. Ist klar, ne? Man will sich ja nicht in schmutzige Stühle setzen. Ja. Wie lange ist man da so unterwegs und wo gehen die Touren hin? Na, also mit dem Boot, also unsere Safaris sind immer so auf 3 Stunden getaktet. Hm. Ja, die fahren so 3 Stunden mit dem Boot, dann mit Frühstück oder mit Kaffeekuchen auf Boot, je nachdem, welche Sachen die gebucht haben. Gucken sich dann die Gegend hier an, Richtung Müggelsee zum Beispiel oder die Grünheider Seenplatte. Ne, Wersee, PC Möllensee, da hinten ist immer sehr, sehr schön. Ist immer so ein bisschen gemischt Natur und bebaut, dass man so schöne Sachen hat. Bewegen sich auch frei die Leute, also sind nicht von uns geführt. Oder wir haben auch noch so eine GPS hier gestützte, wie so Geocaching-Tour. Ne, so auf, so, was auf dem Grund so, ja, für Taucher? Genau. Gibt es hier auch Taucher? Ja, ja, es gibt auch Taucher, ja, ja. Okay. Gibt's auch in Erkner gibt es ein Tauchteam und in Grünheide. Ja. Ja, und gibt so verschiedene Sachen, die man haben, die man so machen kann.
Wie ist das, wenn man jetzt etwas weiter anreist, muss man sich vorher irgendwie anmelden, sagen, ich komme und da brauche ich ein Boot oder steht das im Moment so? Ja, also im Internet kann man es auch buchen, denn mindestens 3 Tage im Voraus. Ach, kann man, ne? Schon online alles kann man schon online buchen, ne? Was man denn haben möchte, wenn es verfügbar ist. Und ansonsten gibt es immer noch die Möglichkeit, 1 Tag im Voraus zu buchen. Das geht dann aber nur telefonisch. Und wie, dann, wie passen hier rauf auf so ein... Aufs Floß passen 12 maximal. 12. Also ja, haben wir. Für so mittlere Unternehmen, kleinere mittlere Unternehmen. Genau, oder... Oder Abteilungen. Oder wie kombinieren die? Dann nimmst du halt beide Flöße, ja, ne? Dann sind wir ja bei 24 Mann, dann hat man ja schon ein bisschen Belegschaft bei. Dann passt das, dann fahren sie bloß mit 2 Flößen. Aber das kriegen wir hin. Oder man macht das halt mit Kanus, haben wir auch verschiedene Kanus. Ne? Dann kommen alle rein in die Kanus und dann ist es ein sportliches Event. Ja, toll. Ich finde es wunderbar. Also ich bin immer wieder begeistert von dieser Gegend. Man ist ja, wenn man etwas tiefer im Landkreis wohnt, ist es natürlich so, dass man dann nicht so oft hierher kommt. Ja. Aber es ist wirklich toll, eine Reise wert. Und vor allen Dingen auch bei Spree-Safari, wenn man da mal aufs Wasser will. Ja, bedanke mich für die Information, für das Unternehmen. Und das war es eigentlich schon mit meiner Sommertour hier aus Woltersdorf. Und wir sehen uns dann natürlich zur nächsten Tour.